Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu Cold. Zu Call of Duty Cold, weil ich bin sehr erfreut, dass ihr heute dabei seid. Und ja, wir sind im Kalten Krieg in den, ja, 46 bis 91. Also so ein bisschen die Zeitspanne. Hier sehen wir auch schon im Hintergrund ein paar Picks. Die Musik. Oh yeah. Natürlich auch ein paar geschichtliche Sachen. Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters. Das ist einfach nur gut gemacht und auch hier die Atombomben und so weiter. Das war natürlich alles 81. Halleluja. 9. Januar 81. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Rash Khalifa und Kasim Javani. Der linke sieht aus wie 70er Jahre, 80er. Es ist Ihre Entscheidung. Kasim. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnamen geben. Das lässt natürlich schon mal ein bisschen hoffen, wie das Ganze hier wird. Oh yeah. Ich glaube, das hört sich nach Kneipe an. Also müssen wir mal einen Kasim suchen. Adler? Schön, dass Alter, was ist mit seinem Gesicht? Kennst du noch Mason? Natürlich Mason. Mason Amsterdam 81. In seiner Wohnung. Wird aber schwer bewacht. Happy New Year, also das ist sogar so ein bisschen Silvester, das passt ja auch. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder. Oh yeah. Okay. Woods kribbelt in den Fingern. Gönnen wir ihm das Vergnügen. Perfekt. Adler. Ein Deutscher oder ein Niederländer. Je nachdem. Exit. Und raus hier. Die Uhr läuft. Da gibt's schon mal Weapons. Aber wir dürfen uns eine nehmen. Hey Mason. Wir dürfen uns, wir nehmen uns die Milano als MP. Achso, dann bleibt die MP wieder hier. Schade. Was ist denn das? Die ist cool. Na. Na, nehmen wir die. Egal. Nein, ich will doch die. Die AK-47. So. Perfekt. Woods. Ach, den kennen wir schon aus Black Ops 2 und 3. Aber in 2 ist er gestorben zum Schluss. Also. Alter, das ist mega futuristisch. Richtig gut. Also Battlefield 2.0 muss man sagen, das ist wirklich... Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Adler? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Okay. Das ist natürlich eine Ansage. Wohnung direkt voraus. Wohnungen direkt voraus. Ah ja, da links, genau. Die fahren wahrscheinlich auch Silvester. Muss ich vorgehen, oder was? Hans gibt uns 15 Minuten. Hans. Ah, okay, das ist der Polizeichef. Genau, den haben wir bestochen. Okay, und jetzt dürfen wir wahrscheinlich müde drauf losballern. Tschüss. Oh mein Gott. Oh, das ist aber schnell gegangen. Halleluja. Ah ja, die sind ganz schön hardcore drauf. Und die nächsten 15, Hashtag 4. Okay. Ja, ich weiß, du willst noch vorgehen, Woods. Dass es keiner sieht, wenn wir hier einfach... Es darf ja theoretisch jeder sterben, außer Hans. Nachladen, komm schon. So, rauf auf die Stiegen. So. Rechts. Ah, okay. Nochmal eine Stiege rauf. Oh mein Gott, Alter. Ah. Kasim wurde getötet. Ja, das war natürlich Dünnschiss. Okay. Achso, ja, Nahkampf, das kennen wir schon. Ja, passt. Oh, lol. Oh mein Gott, doppelt hell besser, okay.
Alter, wir müssen mal hier um zu skillen unter Beweis stellen. Das ist ja schlimmer wie im Battlefield. Auf, weiter, komm, weiter. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Die haben aber auch einen Teufel sehen. Okay, es sind einfach extrem viele. Und ach du ja. Mein Aim ist halt richtig krattenschlecht. Ah, das ist schon Wurz, okay. Rein. Voila! Fuck, das sind so viele. Ruf doch da rein, Mann! Okay, man darf nicht mal rein, wenn man drum und raus macht. Okay. Mann, ist der Typ schnell, ja? Das ist das Usain Bolt oder was? In den 80ern. Oh mein Gott. Hier runter. Das ist ein Psychopath, Mann. Perfekt. Ja, Mann. Es gibt keinen Entkommen. Oh, Adler gleich mal. Eine harte Rechte. Ich darf. Oh yeah. Was geht ab, Maschallah? Und man darf auch immer hier interaktiv immer drei Fragen stellen. Das ist ziemlich cool. Ich habe das schon ein bisschen angezockt. Halt! Nicht! Sag, wo Arash ist. Ich mach nur das Geld. Keine Ahnung, wo Arash ist. Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Oh mein Gott. Direkt das Wort. Wir Amerikaner haben Regeln. Wir haben Regeln. Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Oh ja. Ach du Heilige. Rede, du fliegst. Mangst ganz hart. Mit der Kai. Er trifft jemand beim Traps und Flugplatz. Morgen. Ich weiß okay. Es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Okay, perfekt. Jetzt dürfen wir entscheiden. Freilassen, schubsen, ergreifen. Nein, wir ergreifen ihn. Warum sollten wir ihn töten? Das ist natürlich. Gut, verladen wir ihn. Er wird noch früh genug. Und ich glaube, auch töten ist ein bisschen. Satelliten. Oh mein Gott, schaut euch dieses Telefon an. Wir haben ein Geschenk. Er ist in Trabzon. Ein bisschen. Oh, so. War sowieso unnötig. Jetzt geht's 18 Stunden in die Türkei. Wir waren in den Niederlanden und es geht. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Ah ja, 18 Stunden Niederlande, 18 Stunden später sind wir schon in der Türkei. Der nächste Flug ist direkt gebucht worden. Und ich denke auch, da ist der erste schon. Oh ja. Flugplatz direkt voran. Oh ja, Mason. Dann suchen wir den Scheißkerl. Fahren oder gehen? Nein, gehen, oder? Oh mein Gott. Wir müssen Arash identifizieren, bevor was passiert. Flugplatz, ja, hier ist er. Meistens, sieh mal. Was von Arash? Das ist er nicht. Arash ist der mit den langen Haaren, der direkt aussieht wie ein 70er Jahre Hani. Der da? Nein. Ah, das könnte er sein. Da kommt nämlich jemand. Aber schauen wir uns nochmal um. Der wird durch Safe hier fahren, oder? Ah ja, stimmt. Haben wir ja gerade gesagt, genau. Na, ja, das ist aber Safe 70er Jahre Heini. Mit. Mein Gott, Alter. Der geht aber gleich mal direkt los. Aber wir wissen natürlich noch nicht, ob es richtig ist. Ja, das ist er. Y. Scharfschützengewehr. Schaut euch das mal an, wie cool das gemacht ist. Loch, du
heilige Scheiße. Aber oh mein Gott, ich habe gleich mal Mason umgebracht fast. Wir müssen ins Auto, glaube ich. Ja, genau. Und los, 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 los. Oh yeah. Und drauf da. Zack. Ach, lad nach. Das nervt mich ein bisschen, Call of Duty. Das ist nicht automatische Nachladen. Das ist halt echt... Oh mein Gott. Mein Gott, ihr Psychopathen, Mann. Aber weg hier mit euch. Jetzt wird spannend. Was machen wir? Wir kommen da nicht dran. Fernsünder. Ah ja, jetzt bekommt das Ganze ein bisschen tricky. Oh mein Gott, Alter. Okay, passt. Wissen wir schon mal, wie das Teil geht. Okay, das war nicht so. Das war den Schiss. Alter, die sind aber. Oh nein. Und das Flugzeug. Und. Yeah, Mann! Wupp. Also, müssen wir die weiter umbringen? Nein. Och, du Heilige. Und das Flugzeug. Oh, die haben gleich mal eine Rampe. Perfekt. Oh, das war sehr nicht durchdacht. Ach du Heiliger. Okay. Das ist leider aus mit dem Cliffhanger. Ich denke mal, das geht ins Krankenhaus. Wenn wir noch leben. Nein, wir leben sogar noch. Speichert, das heißt, wir haben den Checkpoint erreicht. Das heißt, wir glaube ich, beenden hier das Ganze mal. 21 Minuten. Ja, wir hatten ein, zwei Respawns, der habe ich sicher rausgeschnitten. Ah, wir müssen noch reden. Perfekt. Der hat Adidas. Na, oh, der hat Adidas Schuhe an, oder? Ja? Alter, was hatte der in den Haaren? Perseus wird zuschauen, wie der Welt. Ach du heilige Scheiße. Das. Hudson wird das wissen wollen. Sucht nach Überlebenden und dann ab nach Langley. Ab nach Langley, oh yeah. Wer zum Teufel ist Perseus? Das gilt es natürlich jetzt rauszufinden, aber, das in der nächsten Folge, Leute. Lasst genau da, jetzt kommt nochmal... 1943. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan... 46. Atombomben. 1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor 5 Tagen habe ich auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus, die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. So. Wir wissen auch, dass er mehr Blödsinn. Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Genau, Adler. Er ist einer der wenigen, Adler. Die es annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes.
Etwas, das die freie Welt. Das macht uns natürlich ganz, ganz gespannt. Da kommt der Präsident. Ja. Kennedy. Sir, Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von Ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Das ist ein Wort. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Das ist natürlich ein gutes Endwort. Es ist ziemlich spannend und das macht einen einfach nur mega kribbelig drauf, was als nächstes passiert. Das hören wir uns das nächste Mal nochmal an. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen hoch, da schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Es wird mega, mega spannend und interessant werden, wie wir Perseus finden, ausspüren und töten und was er vorhat. Das wird alles ziemlich spannend werden. Und da sind dann neue Videoreihe jeden Montag, vielleicht auch Donnerstag oder Freitag, falls ihr mehr Bock darauf habt, abonniert den Channel gerne. Schreibt gerne in die Kommis, was ihr glaubt, was da passieren wird. Ich meine, Kalte Krieg war zwar schon, aber die Atombombe, glaube ich, ist in den 80er Jahren schon gewesen. Also passt. Dankeschön fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.